Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir müssten bei Part 35 sein von Arcania Gothic 4. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr wisst Bescheid, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das war... genau an der Stelle. Wir haben als letztes zwei Warane gekillt auf der Suche nach Spinnennetzen. Einmal so einen normalen Varan und einmal so einen komischen säurespunkenden Varan oder was auch immer das war. Und hier sieht's nach dem alten Tempel aus. Oder sowas. Das kann eigentlich nur schief gehen, wenn ich sowas entdecke. Oder vielleicht sind es auch einfach nur ein paar alte Steinsäulen oder so. Hier haben wir eindeutig ein vergessenes Grab. Das beeilen wir uns mal zu plündern, weil da ist schon wieder ein Varan. Den wir wie üblich fleißig verfehlen mit unseren Pfeilen. Warum auch immer, wir treffen aber eindeutig. Ihr seht das ja, denke ich mal, auch. Jetzt haben wir mal wieder getroffen. Jetzt auch mal wieder. Und scheiße, wir haben schon wieder irgendwas gepult. Noch ein Varan. Wir haben doch da schon zwei erledigt gehabt. Junge, jetzt steh hier nicht im Weg rum. Ach, den da kannst du anspucken, den interessiert das nicht, aber mich hier, oder wie? Freundchen, das finde ich nicht in Ordnung. Wenigstens haben wir den jetzt ein bisschen besser getroffen. So, hier wie üblich noch eine Bandage, ne? Wir haben ja genug, 94 Stück sind's noch. Und der fleucht da hinten rum. Fleißig weiter, den holen wir uns aber trotzdem. Auch wenn der der Meinung ist, sich da verstecken zu können. Komm her, du Missvieh. Wo lang läuft er denn? Ha, da wollte er noch angreifen, aber wir haben es ihm vermasselt. Ach so, das Grab hatten wir ja schon. Dann, wie üblich, kurz auf der Speichertaste, wo wir die Viecher los sind. Hier sammeln wir noch ein Spinnennetz, Nummer 7 von 12, fehlen ja nur noch 5. Haben wir ja schon über die Hälfte. Für alle, die in Mathe nicht so gut sind, die Hälfte wäre 6 gewesen. Das ist noch ein Varan, na prima. Es ist einfach nicht... Der letzte Part war schon relativ bescheiden. Mit Varan, der hier jetzt wieder. Im letzten Part hat uns noch so ein Varan gekillt. So muss das gehen, ja. Ich bin immer so ruhig beim Schießen. Im Allgemeinen beim Kämpfen, das tut mir leid. Ich arbeite noch immer dran. Aber ihr wisst ja, es kann nur besser werden und das sieht eklig aus hier drinnen. Aber wir müssen ja sowieso in irgendeine Goblin-Höhle, soweit ich mich erinnere. Wir drücken immer auf der F5-Taste, nicht dass wir ja an Sumpfgasvergiftung sterben. Und er speichert ja auch von alleine nochmal automatisch. Will ich hier rein? Auftrag Tushu. Ach ne, das ist hier Bultus oder sowas. Und da vorne habe ich doch schon wieder einen Varan gesehen gehabt. Hier irgendwo dazwischen. Oh, da ist ein Varan. Den wir wie üblich verfehlen mit jeglichen unseren Pfeilen. Nein, doch nicht. Einfach fleißig rückwärts laufen, dabei nicht an der Wand anecken. Ups, und noch einer. Und dann haben wir auch den erledigt. Brauche unbedingt wieder Armbrustbolzen. Dass ich fühle die Armbrust. Da kommt man besser mit zu Rande. Ja, war da doch einer. Mistvieh. Und natürlich wieder verfehlt. Wir kennen es ja nicht anders. Oh, das ist auch noch hier so ein Spuckwaran. Aber den treffen wir diesmal ganz gut, so wie es aussieht.
Ja, der hält immer schön den Hals hoch, dass man gut den Kopf treffen kann. Ne, wohin haut er denn jetzt ab? Hallo? Ja, von der Seite anschleichen, genau. Das sind mir der Liebsten, mein Freund. Aber nicht mit mir? Möchte ich mal gesagt haben? So geht's ja nun nicht. Aber man sieht auch, also die, ihr seht selber, die Aussicht hier drinnen ist top. Wir speichern einfach nochmal. Einfach weil wir es können, man kann hier noch Spielstände haben. Hier ein bisschen Zeug überall noch einsammeln. Und es geht nichts über weitläufige, unübersichtliche Höhlen. Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Hoffentlich ist das nur der eine, dann brauchen wir nicht weit abhauen. Sondern... Autsch. Immer noch Autsch. Ja, endlich sind wir da ausgewichen. Sehr gut. Der erwischt uns natürlich wieder. Das ist hier, wer weicht schneller aus? Er bewegt sich gar nicht, dafür treffe ich miserabel. So. Da drüben ist noch so ein Varanvieh. Ups. Das war natürlich nicht treffen. Jetzt aber. Ja, genau. Und wir treffen den genau, aber leider dann doch verfehlt. Nein! Ach. Die mit ihrem hässlichen Sabberatemangriff da. Varankotze. Die macht besonders viel Schaden, weil die haben so aggressiven Magensaft. Dann schauen wir mal hier weiter. Noch ein Pilz. Hier haben wir noch Eisen. Das muss man fleißig mitnehmen. Da ist noch ein Varan. Wahrscheinlich sollen wir hier noch gar nicht rein. Oder wir finden hier den komischen Kelch, was ich mir nicht vorstellen kann, weil der war ja in der Goblinhöhle angeblich. Brenn schon, du scheiß Varan. Ah! Das war wieder mehr als knapp, weil wir natürlich hier unter Varankotze stehen geblieben sind. So muss das laufen. Vor Schreck nochmal schnell speichern. Nicht, dass jetzt was schief geht. Ach, das ist aber auch immer ein heilloses Durcheinander mit mir. Nichts ist geplant, nichts funktioniert. Spielen kann er auch nicht. So ein Theater immer. Muss aber auch mal gesagt werden. Leute, ihr müsst da auch ein bisschen kritisch mit mir umgehen. Ach, hier kann man noch einen Pilz einsammeln. Ja, wenn ich scheiße spiele, ich weiß es, aber betont's ruhig nochmal. Wenn ich hier runterhüpfe, komme ich aber nie wieder hoch. Außer natürlich vielleicht hier hinten lang. Oder da geht's nochmal in eine extra Höhle. Ich sag's ja, weitläufige, unübersichtliche Höhlen, sowas kann nie groß genug sein. Nie unübersichtlich genug. Und es kann auch nie genug Varane in Höhlen geben. Hinten habe ich nämlich schon wieder irgendwo, da ist einer. Aber auch den schnappen wir uns natürlich. Vielleicht stelle ich mich diesmal nicht ganz so blöd an, oder wir machen es einfach mal hier mit dem Pfeil weiter. Aber da treffen wir nicht, wie ihr seht. Doch, jetzt ein bisschen auf Entfernung halten. Stirb, Varan! So. Haben wir auch den erledigt. Ansonsten gab es hier in dem Abschnitt aber wahrscheinlich auch recht wenig bis gar nichts. Oh, doch, hier immerhin eine Kiste. Verzeihung, eine Truhe. Die ist natürlich abgeschlossen. Dann wundere ich mich aber, warum wir dem Varan keinen Schlüssel plündern konnten. Gold, ein Ausdauertrank und Diamant, ein Ring und ein Streithammer. Also schon goldtechnisch hat sich's gelohnt. Was wir mit dem Diamant machen, weiß ich noch nicht. Wow, wow. Das sind natürlich gleich zwei an der Zahl, dass es auch ja nicht langweilig wird. Lernt man den einen hier gar nicht treffen. Verfolgt der andere uns und spuckt uns fleißig voll.
Ah, die Höhle ist ja groß genug und führt immer im Kreis. Das heißt, wir können ja auch stundenlang weiterlaufen. Während ich ein Pfeil nach dem anderen daneben setze. Und ihr mir fleißig dabei zuschaut. Das ist Unterhaltung vom Feinsten. So muss das sein heutzutage. Ja, er könnte seinen Kopf ruhig mal ein bisschen weiter noch ausstecken. Super, der spuckt da immer von Felsen, das ist top. Das nutzt man natürlich aus, wie sich das für Gothic gehört. Wenn wir den auch mal treffen würden. Das ist aber auch verflixt und zugenäht. Na, vielleicht doch mal ein Stück zur Seite noch. Und ein Stück näher ran. Da treffen wir auch gleich. So muss das laufen. Ich glaube, wir schießen immer den alten Varan rein. Also, es ist aber auch hier. Ja, komm, scheiß drauf hier. Beiß ins Gras und dann ist gut. So ein Theater immer. Hunderte Pfeile hier verschossen, nichts erreicht. Eine Kiste gefunden, immerhin. Aber ansonsten war das wie üblich auch rein kämpferisch wieder meine armselige Vorstellung, aber ihr kennt's ja nicht anders von mir. Also, wer enttäuscht ist, ist selber schuld. Muss auch mal ganz ehrlich so gesagt werden. Ja, wenn die Erwartungen nicht so hoch sind, werden die auch nicht so leicht enttäuscht. Nehmt euch das zu Herzen. Am besten immer ohne Erwartung an die Sache rangehen. Dann kommt man ganz gut durchs Leben. Denn wobei man freut sich ja dann auch auf nichts mehr, so wirklich. Das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber gerade so früher in der Schule einen Test geschrieben und dann immer, oh, was könnte man, oh, wir haben ja einiges, verdammt, jetzt habe ich so schnell auf E gedrückt. Wir haben ja einiges gerade eingesammelt. Da schauen wir mal kurz. Mors Mortis. Wahrscheinlichkeit von 20% und immer das Ding. Das ist quasi jetzt hier eine Blitzaxt. Das ist fast so cool wie eine Feuerkeule. Die behalten wir einfach mal, weil die macht mehr Schaden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für den Special-Schaden hier, für einen Blitz- und Donnerschaden ein bisschen geringer ist. Da kommt ein Varan, aber ansonsten hier haben wir noch einen Pilz. Wie kommen wir denn hier hoch? Hüpfen? Ja, hier hüpfen wir einfach mal hoch. Zur Eisenader, auch die plündern wir. Halt, wir hatten in dem Grab, hatten wir ja auch hier Rune der schnellen Hand. Erhöht die Reflexe. Das probieren wir doch mal aus. Die nehmen wir mal mit da runter. Und hier waren ja auch zwei Varane. Dann schießen wir mal auf einen. Den wir nicht mal treffen. Jetzt aber. Dann drücken wir auf die 8. Und naja, also das war jetzt aber ein sehr enttäuschendes kurzes Abenteuer. Komm mit mir ins Abenteuerland. Wo sind wir jetzt? Okay, wir sind noch halb gut unterwegs. Hier an der Stelle können wir uns jetzt umdrehen und weiterschießen. Ja, muss es doch irgendwo... Ah, Mistvieh. Haben wir den da beide? Ja. Ist nur noch einer übrig, der uns hier fleißig weiterverfolgt. Boah. Ja, ob wir die Höhle in dieser Folge noch schaffen, die ist ziemlich groß, aber ich hoffe es natürlich. So, und da hat hier der Blitzaxt zugeschlagen. Ruckzuck haben wir wieder zwei Varane erledigt. So muss das laufen. So, und dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen vorwärts kommen noch, dass man mal was schafft.
Und immer dran denken, eigentlich suchen wir ja nur Spinnennetze. Ach so, hier sind wir runtergefallen. Wir sind immer nur dabei, Spinnennetze zu suchen. Hier haben wir noch so einen Schattenhäuptling. Hey, du bist so ein spuckendes Vieh. Los, 20% Blitz zu verursachen. Hat man ja aber auch gerade, da hat er so ein bisschen wie elektrisiert gezuckt. Dadurch ist er 2 Sekunden gelähmt. Das ist schon einiges in so einem Spiel hier. Weil in 2 Sekunden kriegst du auch gut 2 Schläge hin. So, da haben wir da noch ein bisschen geplündert und dann schauen wir mal hier lang weiter. Zwischendurch mal speichern, einfach weil wir es können. Ja, genau deswegen zum Beispiel. Ah, das ist auch wieder so ein Spuckvieh, da brauchen wir mit der Axt nicht viele versuchen. Aber auch mit Pfeil und Bogen wirkt es eher armselig, wie ihr vielleicht seht. Also armselig ist ja kein Ausdruck, wir treffen überhaupt nicht. Doch, jetzt. Oh, das ist aber auch hier ein Hin und Her hier renne. Na also. Haben wir den, schnell eine Bandage auf den Schreck. Pfeil und Bogen wieder einstecken. Und da warten natürlich wieder 2. Ich wette, wir müssen noch gar nicht in die Höhle hier. Wir sind ja vollkommen falsch. Nein, ich wollte das Ding haben. Los, Elektroschock. Ja, und da ist er gelähmt. Und da seht ihr also, das ist jetzt eine richtig gute Waffe. Würde ich einfach mal so behaupten. Stelle ich jetzt einfach mal so in Raum. Wem die Waffe nicht gefällt, der kann sich natürlich gerne beschweren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich werde trotzdem weiter mit der Waffe spielen. Weil so ein gelähmter Varan macht einfach weniger Schaden. Muss man mal so sagen. Ja, das ist jetzt quasi fast faktisch schon bewiesen. Ist das dann ein Snapper? Ein entlaufender Snapper. Das macht es natürlich nicht besser. Wir speichern einfach mal schnell. Und ich bezweifle stark, dass wir den auch nur im Entferntesten irgendwie brauchbar runterkriegen. So. Ja, und ein Varan noch. Klar, das ist überhaupt kein Problem. Vor allem, wo es hier jetzt gleich eng wird. Lauf, Junge, lauf! Umdrehen, wo ist der blöde Snapper? Ach Gottchen, der Varan. Bist langweilig. Geh wieder. Kein Mensch mag dich. Gott hasst Varane. Der liebt alle anderen Tiere. Varane sind scheiße. Juhu! Ups, der ging wieder daneben. Der auch. Ah, da hat nur da einer getroffen. Sehr schön. Und noch einer. Mann, Mann, Mann. Bis wir den tot haben, ist... Ah, na endlich. Ich würde sagen, bis wir den hier tot haben, ist hinten der Snapper, hat sich wieder voll geheilt. Eine Bandage. Pfeil und Bogen? Nee, noch nicht. Gott sei Dank. Will der nicht hierher kommen? Traut der sich nicht? Jetzt haben wir nochmal getroffen. Ah, jetzt kommt er an. Ups. Hey, wir haben ein magisches Halsband erhalten.
Das scheint irgendein Questvieh gewesen zu sein, aber wahrscheinlich hätten wir das später töten sollen, aber das macht ja nichts. Was man hat, das hat man. Ein Rubin vorkommen. Mann, 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 also man sieht, wir kommen ja auch langsam in höherstufige Gebiete. Es gibt Snapper, wir haben Rubin vorkommen. Hunderte von Varanen, die in alle mächtig auf der Ketten gehen. Fallen hier die Spuckenden. Sind dezent nervig. Aber auch die kriegen wir ja ganz gut runter. Einfach immer in Bewegung bleiben. Und dann passiert sowas und das Vieh ist weg. Dann können wir den auch noch plündern. Sammeln wir lauter Gammelfleisch ein. Ein Kohleflöz. Kann man auch immer finden. Schau mal, was es hier hinten noch gibt. Wahrscheinlich nicht so viel. Da ist noch eine Eisenader. Also wir haben ja schon Eisen wie Sand am Meer eingesammelt, habe ich das Gefühl. Wir speichern mal kurz. Nicht, dass hier der nächste Snapper hinter der Ecke lauert. Oder aber wir vielleicht auch einfach wieder an den Ausgang der Höhle zurückkommen. Tatsache, da sind wir wieder am Ausgang der Höhle. Allzu weit sind wir ja nicht gekommen, aber wir haben immerhin einen Snapper getötet, von dem ich noch nicht weiß, was wir damit machen sollen. Aber er ist tot, immerhin. Fällt mir doch ein Filmzitat ein, es wird Zeit, einen Ikea-Bleistift zu verlosen. Okay, ein Helm. Noch ein Helm, hier kommt ein Ohrgebiet oder sowas, oder Goblins. Eventuell ja auch die Goblin-Höhle, in die wir rein müssen. Das werden wir wahrscheinlich hinter der nächsten Kurve erfahren. Ach ja, genau. Ja, das sieht gut aus. Untergrundanzeigen? Ne, da sehen wir noch nicht viel. Aber auf alle Fälle wird uns hinten was rot angezeigt. Eine erste Kiste. Ein Skelett. Das kann ja jetzt eigentlich nur hier gleich jeden Moment. Da sind sie, Goblins. Das ist die Goblin-Höhle, in die wir rein müssen, aber zuerst zu unserem IKEA-Gewinnspiel. IKEA-Bleistift-Gewinnspiel. Bleistifte eines namhaften schwedischen Möbelhauses gibt es wieder zu gewinnen. Und zwar zu dem Filmzitat: Nur tote Viecher sind gute Viecher. Aus welchem Film stammt's? Ist eigentlich sehr bekannt, dürfte nicht allzu schwer fallen, ist diesmal nicht so was Exotisches wie sonst immer. Und wenn ich's nicht vergesse, mache ich vielleicht auch in irgendeiner Folge mal eine Auflösung davon. Oder, ne, wobei, einfach nur googeln ist ja auch doof, das macht ja dann auch keinen Spaß. Also, wer weiß es, aus welchem Film stammt das Zitat, nur tote Viecher sind gute Viecher? Schreibt's in die Kommentare, der Erste, der sich meldet, gewinnt den obligatorischen Bleistift eines schwedischen Möbelhauses, um keine Schleichwerbung zu machen. Und wir waren jetzt so lange unterwegs in einer Höhle, in die wir noch gar nicht rein mussten, dass unsere Zeit auch schon wieder abgelaufen ist und wir erst in der nächsten Folge in eine Höhle gehen, in die wir eigentlich rein wollen. Und drum bedanke ich mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. War schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.